Keine Antwort, ein Babyschrei drin, kein guter Anfang. Mrs. Bowles? Jemand da? So was. Die Eltern von heute gehen weg und lassen ihr Baby allein. Ich weiß nicht warum, aber ich habe kein gutes Gefühl dabei. Scheint niemand da zu sein. Hallo, kleiner Engel. Na, suchst du deine Mama? Oh, mein Gott. Mrs. Bolt, Mrs. Bolt, sind Sie da? Mrs. Bowles! Mrs. Bowles, hören Sie mich! Aufwachen! Aufwachen! Ich rufe den Notarzt. Nein, ich will nicht ins Krankenhaus, bitte. Okay. Haben Sie was zum Verbinden da? Ja, ich glaube schon. Okay, nicht bewegen. Bin sofort da. Und das. Ich bin da, Susan. Alles wird gut. Ich pass auf Sie auf. Mehr kann ich nicht tun. Das sollte reichen. Zum Glück sind die Wunden nicht tief. Hey, wie geht es Ihnen? Okay. Mein Baby braucht mich. Gut. Sie bleiben da. Ich schaue nach dem Baby. Okay?
Kennen Sie das? Mit dem Baby? Ich bin Detektiv. Ich kann alles. Sie heißt Emily. Okay. Hallo, Emily. So, was haben wir denn für ein Problem, hm? Oh, ich glaube, ich weiß, was es ist. Okay. Wie ging das nochmal? Hm? Na bitte, alles wieder frisch. Das ist besser. Stimmt's, Emily? Hey, was ist los? Wir hatten das doch im Griff. Ich mach das Ding mal lieber warm. Oh, Emily, hast du Hunger? Hm? Warte, ich halte das Fläschchen ein bisschen schräger, dann kannst du trinken. Okay. Ah, sehr gut, Emily. Hm? Geht's dir jetzt gut, ja? Ja? So. Ich werde dich jetzt ein bisschen hin und her wiegen und du kannst ein schönes Nickerchen machen, okay? Okay. Tut mir leid. Willst du weiter schaukeln? Thank you.
Danke für die Hilfe mit dem Baby. Ich wollte sie nicht verlassen. Ich konnte einfach nicht mehr. Nur ohne Jeremy hier. Er war so ein guter Junge. Ich verstehe nicht, wie man ihm wehtun konnte. Kümmern Sie sich denn ganz allein um das Kind? Lebt Jeremys Vater nicht mehr bei Ihnen? Er verschwand. Ein Tag nach Jeremy. Ich weiß nicht, was mit ihm ist. Vielleicht hat er es nicht verkraftet. Seitdem kümmere ich mich alleine um Emily. Ich konnte es nicht mehr. Verstehe. Hat Ihr Mann noch etwas gesagt, bevor er ging? Hat er eine Nachricht hinterlassen? Nein. Er sagte kein Wort, als er ging. Da war dieses Handy. Ein Handy? Ja, ich fand ein Handy in seiner Kommode. Es war sicher nicht seins. Ich hab's nie vorher gesehen. Ich wollte es einschalten, aber es ging nicht. Haben Sie es noch? Es ist in der Schublade. Im Wohnzimmer. Sie können es haben, wenn Sie wollen. Sie können sicher mehr damit anfangen als ich. Haben Sie Familie oder jemand, der Ihnen hilft? Ja. Meine Mutter. Ich wollte sie um nichts mehr bitten. Wir kommen nicht gut klar. Aber ich habe wohl keine Wahl. Passen Sie auf sich auf. Und auf Emily. Mache ich. Versprochen. Viel Glück, Emily. Pass auf deine Mama auf.